Hallöchen und willkommen zurück bei Enderal. Die letzte Aufnahme liegt etwas zurück. Und bevor ich jetzt hier auch anfange, möchte ich eine Kleinigkeit noch sagen. Und zwar nicht wundern, wenn meine Stimme gerade etwas anders klingt. Und wenn ich etwas fertig bin, ein bisschen länger brauche. Wenn ich manchmal über etwas nachdenken muss. Wir waren nämlich gestern, also am 6. August, bei der MPS in Dresden und haben dort beide Fersengold-Konzerte besucht, sind da den ganzen Tag durch die Gegend gerannt und haben gesungen und getanzt und was weiß ich. Und es war einfach total anstrengend und ich bin eigentlich auch total fertig. Ich werde wahrscheinlich auch nur schaffen, heute eine Folge aufzunehmen. Und meine Stimme klingt da ja auch ein bisschen angeschlagen. Aber ich versuche so gut wie möglich noch diese 25 Minuten hier für euch aufzunehmen, damit ihr am Montag noch eine Folge habt. Ich hoffe, ich kann sie rechtzeitig hochladen, ansonsten wird es leider erst Dienstag was. Aber mal gucken. Wir kriegen das schon alles irgendwie hin. Aber es hat sich mehr als gelohnt. Also zwei Fersengold-Konzerte in einem Tag sind ja schon mehr als super. Und dann dieses... Also MPS ist ja, wer es nicht weiß, das heißt, glaube ich, Mittelalter-Fantastik-Spektakulum. Sodala! Herzlich willkommen in Ark. Ich habe noch ein wenig zu tun und würde sagen, du kommst einfach zum Marktplatz, wenn du weiter zu Großmeister Thealor Arantheal und seinen Magiern willst. Sekunde. Arantheal kommt mir bekannt vor. Den gab's schon in Nerim. Und ich glaube, Nerim war da einer der Revolutionisten. Also einer, der die Lichtgeborenen stürzen wollte und dich dann zum Schattengeborenen gemacht hat. Oder war Arantheal der Böse? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich glaube, Arantheal war ein Verräter. Keine Ahnung. Naja, ist ja auch egal. Wir werden das sicherlich noch herausfinden. Thealor Arantheal, der ehemalige Großmeister des Götterordens. Ich dachte, der wäre seit Jahrzehnten in Gefangenschaft. Moment, ach, das ist der Arantheal. Ach, wir werden wir gleich sehen. Eingebuchtet von seinem eigenen Sohn Narazul, ja. Aber vor 2,5 Jahren ist er hier wieder aufgetaucht, in Begleitung einer Handvoll Magier, die an der Seite seines Sohnes gekämpft haben. Ulkig, ich weiß, aber so war es. Nur, dass ich das verstehe. Der Großmeister des Götterordens kam vor 2,5 Jahren hierher zurück, in Begleitung seiner ehemaligen Erzfeinde? Richtig, aber irgendetwas ist wohl geschehen, dass sie nun mit den ehemaligen Beschützern der Lichtgeborenen gemeinsame Sache machen. Und deshalb sind sie auch hierher zurück, wo der Orden seinen Ursprung hat. Du kannst dir vorstellen, was das für Wellen geschlagen hat. Viele Ordenshüter haben protestiert, manche wollten die Magier gleich köpfen lassen. Aber am Ende hat sich Arantheal durchgesetzt. Gefangenschaft hin oder her, der Mann hat sein altes Charisma nicht verloren. Das heißt also, Narazul Arantheals Gefolge lebt nun unter einem Dach mit den Ordenshütern auf Geheiß des Großmeisters? Das ist... skurril. Wem sagst du das? Aber es heißt, dass diese Zusammenarbeit viel mit dem roten Wahnsinn zu tun hat. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Könntest du mir noch helfen, mich zurechtzufinden? Natürlich, darauf hätte ich auch selbst kommen können, verzeih. Ark teilt sich in 5 Distrikte auf, den Hafen mal ausgelassen. Das Fremdenviertel gleich hinter dem Tor hier, den Marktplatz, das Südviertel, das Adelsviertel und das Kasernenviertel, beziehungsweise der Friedhof. Ich schätze, für dich ist erstmal der Marktplatz am interessantesten. Dort findest du Nahrungsmittel, Waffen, Rüstungen und Gemischtwaren. Für Alchemie und Magie gehst du dann am besten ins Adelsviertel. Dort gibt es auch das Theater und das Badehaus, falls du dich etwas entspannen willst und die Groschen dafür hast. Den Sonnentempel kann man ja schwer übersehen. Normale Bürger dürfen ihn nicht betreten und von dort oben aus regiert der Heilige Orden das Land. Du aber wirst ihn schon bald von innen sehen, wenn mein Plan aufgeht. Tja, und dann wäre da noch die Unterstadt. Die Unterstadt? Klingt nach keinem schönen Ort. Ist es auch nicht. Sie ist ein Höhlensystem, direkt unter unseren Füßen. Dort leben die Armen, die Kranken, die Huren... und alle anderen, die der Orden ungern auf den sauberen Straßen der Oberstadt sieht. Kein Ort, den ich dir zu besichtigen empfehle. Es sei denn, du suchst nach zwielichtigen Dingen. Ich glaube, ich finde mich zuerst zurecht. Dann bis nachher. Bis nachher.
Unterstadt klingt toll. Wer hat mich denn hier hin und her geschoben? Welches Aas? Innerhalb von A könnt ihr an Wegweisern schnell und bequem zwischen den einzelnen Distrikten hin und her reisen. Geht dafür einfach zu einem Wegweiser und interagiert mit ihm. Ja, nee. Wer ist das denn? Messer, habt ihr einen Augenblick? Ich denke, wir beide könnten ins Geschäft kommen. Was wollt ihr? Es ist eigentlich ganz einfach. Aber da ihr so freundlich wart, mir eure Aufmerksamkeit zu schenken, möchte ich mich erst einmal dafür erkenntlich zeigen. Ihr seid viel auf Reisen, richtig? Ich habe ein paar Handwerksbücher, über die euch sicherlich nützlich wären. Welches wollt ihr? Okay. Das Lehrlingsbuch der Handwerkskunst? Moment. Ihr verschenkt Ware? Wo ist der Haken? Es gibt keinen. Zufriedene Kunden kehren wieder. Und ich bin mir sicher, wenn ihr euch erstmal von der einwandfreien Qualität meiner Waren überzeugt habt, werdet ihr in eurem ganzen Leben keinen anderen Händler mehr sprechen wollen. Gut, das ist vielleicht etwas übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, dann nehmen wir das der Handwerkskunst. Sehr schön. Sagt, wollt ihr euch vielleicht noch ein paar weitere Bücher oder Groschen verdienen? Es gäbe da etwas, wobei ich Hilfe bräuchte. Was meint ihr? Womit braucht ihr Hilfe? Machen wir es kurz. Ich habe ein Problem. Und dieses Problem ist meine Schwester, Sila. Wisst ihr, ich gehöre zu der Sorte Mensch, denen nicht alles vom Schicksal in die Hand gelegt wurde. Mein Heimatdorf, ein kleiner Ort namens Seeheim, wurde, als ich noch ein Kind war, von Banditen überfallen. Tja. Und sowohl mein Vater als auch meine Mutter kamen dabei ums Leben. Oh, mein Beileid. Danke. Aber das ist nicht nötig. Die Vergangenheit gehört in die Vergangenheit. Fakt ist, meine Schwester und ich sind unterschiedlich damit umgegangen. Während ich das Erbe unseres Vaters, das wir aus dem Dorf retten konnten, dafür benutzte, in seine Fußstapfen zu treten und ein Geschäft aufzubauen, schloss sie Gesellschaft mit den falschen Leuten, mit denen sie sich auch heute noch umgibt. Kurzum, sie ist eine Staubschnupferin. Tag und Nacht verbringt sie in irgendwelchen Spelunken der Unterstadt und verprasst den Rest unseres Vermögens für ihre Sucht. Das wäre alles kein Problem, wenn durch die... Naja, die jüngsten Ereignisse auf der Welt das Geschäft nicht schlechter laufen würde als sonst. Ich brauche unser Vermögen, und zwar das Ganze, um das Geschäft am Laufen zu halten. Sie ist eine Staubschnupferin? Was meint ihr damit? Glimmerkappenstaub, blaues Glück, Todespuder oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Eine der gefährlichsten Droge Wins. Nur, dass ich verstehe, eure Schwester verprasst euer Geld für ihre Sucht? Nun, genau genommen ist es unser Geld. Unser Vater hatte Anteile an einer Gilde hier, der Schraube, Hut und Pfusch AG. Er war so stolz darauf, daran erinnere ich mich jetzt noch. Glücklicherweise konnten wir das Anteilsschreiben retten und haben es vor ein paar Jahren zur Bank gebracht, nachdem ich begriffen habe, wie wertvoll es mittlerweile geworden war. Tja, und seitdem hat sich einiges an Groschen angesammelt. Keine Unsummen natürlich, aber genug, um mein Geschäft jetzt gerade vor dem Bankrott zu bewahren. Versteht ihr? Ja, theoretisch ist es Silas und mein Geld. Aber ohne mich wäre davon jetzt schon nichts mehr übrig. Sie hätte es für dieses blaue Puder verschleudert. Und ich werde nicht zulassen, dass sie das Erbe unseres Vaters derart beschmutzt. Warum schaltet ihr nicht einfach die Stadtwache ein? Das könnte ich. Aber dass ein Gardist freiwillig in die Unterstadt geht, ist unwahrscheinlicher, als dass ein Vertür es zum Oberstädter Barbier schafft. Die Ralata hat dort unten das Sagen. Und das weiß Sila ganz genau. Und wo ist das Problem? Warum fragte sie nicht einfach? Fragt ihr mal einen Staubsüchtigen nach seinem Geld. Die traurige Wahrheit ist, dass Sila, so heißt meine Schwester, gemerkt hat, dass ich meinen Teil des Erbes einfordern will. Und da das nicht in ihrem Interesse ist, hat sie den Schlüssel zu unserem Bankfach versteckt. Ich will, dass ihr ihn für mich holt. Wie ihr das tut, ist mir egal. Aber wenn es euch gelingt, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Na gut, ich helfe euch.
Wie soll ich vorgehen? Erstmal solltet ihr versuchen herauszufinden, wo Sila den Schlüssel versteckt hat. Sie treibt sich für gewöhnlich im falschen Hund herum. Das ist eine Spelunke in der Unterstadt. Kommt zu mir, wenn ihr etwas gefunden habt. Ich finde interessant, dass die meisten Quests hier so gegeben werden, dass man nicht selber allzu viel darüber nachdenken muss. Schreitet wohl. Messer? Ist das schon der Markt? Fremdenviertel. Da gibt's Sinn. Aber ich will zum Markt. Bürger und Bürgerinnen Arks, leckt eure Lippen in ungezügeltem Verlangen, wenn der Duft unseres unvergleichlich duftenden frischen Brots in eure Nase steigt. Ihr da, ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes frisches Brot gebrauchen. Was macht euer Brot so unvergleichlich duftend und frisch? Naja, es ist eben frisch und gut und es duftet sehr. Was soll die Frage? Entschuldigt die Frage, aber habt ihr einen Sitzen? Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Okay. Dann kauf ich ein Stück Brot. Für 13 Gold, ja, nee, ist klar. Danke. Ach so, was hab ich jetzt eigentlich noch was zu LPS gesagt? Lohnt sich, dorthin zu gehen. Hoffentlich machen sie es das nächste Mal wieder. Weil es gibt da finanziell einige Probleme. In Dresden scheint da nicht immer genug los zu sein. Samstag sind immer noch einige da, aber sonntags sind das dann immer um einiges weniger, so wie ich das richtig. Also, so wie ich das verstanden habe. Ob es richtig verstanden wurde, weiß ich ja nicht. Lohnt sich. Also, wir spielen auch tolle Bands wie Saltatio Mortis, Feuerschwanz, die Streuner, Fersengold, wo wir ja zweimal waren. Ist das Graubartstrankstube? Ja, nee. Nee, wir brauchen keine Tränke. Und vor allem Fersengold ist ja für uns als Fans immer ein Riesenhighlight. Die ziehen auch immer eine tolle Show ab. Wobei auch Saltatio Mortis, ob ich es von Weitem jedenfalls gesehen, tolle Feuereffekte hatte. Und mal ehrlich, für 23 Euro im Vorverkauf und 27 Euro, glaube ich, an der Tageskasse, mehrere Konzerte von verschiedenen... Warum schaut ihr mich so dämlich an? Hm? Wollt ihr Stress, hm? Von verschiedenen Bands zu hören, der macht komische Sachen mit dem Kopf. Oder aber noch einen riesigen Markt zu haben. Ihr braucht mich gar nicht zu... ignorieren. Lohnt sich. Was ist euer Problem? Ihr habt meine Gefährtin dumm angeschaut. Ich hab's genau gesehen. Entschuldigt euch auf der Stelle oder es gibt dick aufs Maul. Von mir. Wer ist eure Gefährtin? Das wüsstet ihr wohl gerne, hä? Damit ihr sie verführen könnt, meine Gertrude. Ich habe euch durchschaut, von Anfang an. Und darum übertreiben wir es nicht mit dem Alkohol. Ihr verspottet mich. Das lasse ich nicht durchgehen. Kann man hier nicht blocken? Man konnte doch blocken mit der rechten Maustaste eigentlich, oder? Ich hab vergessen, wie man blockt. Irgendwie ging das. Ist ja schon gut. Lass mich einfach in Ruhe. Elende Schläger. Wer hat denn angefangen? Ist ja schon gut. Lass mich einfach nur Trunkenbolde. Elende Schläger. Dann ist das hier die Taverne. Ja. Marktplatz ist ja eigentlich auch erstmal unser Ziel. Mhm. Weil ja unser Inventar ziemlich voll ist. Ja, was sieht man auf der MPS noch? Ritterturniere, Tiostreiten, es gab auch am Abend, als es dann dunkel war,
eine Feuershow mit Pferden. Da konnten wir aber nicht lange zugucken. Knasterbart hat zum Beispiel auch gespielt. Das lief währenddessen. Es gab auch einen Pestzug, der manchmal da durchgezogen ist. War auch ganz lustig. Da haben sich dann immer irgendwelche Leute verkleidet in Ständen versteckt. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Und der Pestzug ist da durchgezogen und hat die Leute wieder eingesammelt. Ja, das werden wir uns später anhören, was sie da hinten reden. Schreitet wohl. Aber immer doch. So. Erst einmal bin ich hier dran. Mit Verkaufen. Wir haben nämlich einiges hier, was wir überhaupt nicht mehr brauchen. Eisenschwert der Flammen kann eigentlich auch weg. Die wird das aufgeladen haben, haben wir auch bessere Schwerter. Frostwindbogen würde ich behalten. Das wird, glaube ich, unser neuer Notfallbogen. Da wir Bögen eh selten benutzen, dann lieber einen, der wirklich Schaden macht. Haben wir keine Schuhe? Ach doch, wir haben ja jetzt diese komischen Schuhe. Die magieerfüllte Robe brauchen wir nicht. Den makellosen Granatstein nicht. Nimbus des rätselhaften Nomaden brauchen wir erst recht nicht. Stahlhelm. Hatten wir den echt mitgenommen? Ja, der hat ja auch Wert gehabt. Den Stahl durch das Hinterhalt und normalen Stahl durch behalten wir. Genauso wie das Stahlschwert. Stiller Schritt des Rattenfängers. Haben wir das nicht angelegt? Muss ich gleich nochmal gucken. So. Die ganzen Zauberbücher. Können wir die doppelten eigentlich auch verkaufen? Eigentlich können wir alle verkaufen. Die wiegen ein Kilo und das häuft sich ja, je mehr wir davon finden. Anrufen, Eispfeil, Erdung, Frosthau, Frostwind, Geisterschwarzbär, Geisterwolf, Gleisner Funke, Götterschild, Leben entdecken, Lebensabsorption, Magieschild, Panik, Schlachtaxt, Schwert beschwören, Seenfalle, Totenfunke, Totenhauch, Untote vertreiben und Wohltat würde ich einmal behalten. Vielleicht entscheide ich mich ja noch dazu, Wohltat eines Tages zu lernen und zu benutzen. Das war's an Sachen, die sie kaufen würde, glaube ich. Ich weiß ja nicht, was wir noch da haben. Wir haben jetzt kaum an Gewicht verloren. Was mich tatsächlich wundert. Die Stäbe, gut, die wiegen 8 Kilo, aber ansonsten, was wiegt denn hier so viel? Die Spitzhacke, Frostwind, die Stäbe, der Lederharnisch, okay. Fußstapfen des Fiegereisten oder... Aber wir hatten die Fiegereisten an, weil wir auch den Hut davon haben. Ansonsten würden wir ja das auch gerne... Ach nee, weil schwere Rüstung war. Dann können wir die eigentlich verkaufen. Aber immer doch. Stimmt. Vorsicht. Da, bitteschön. Haben wir immer noch 305 Kilogramm. Das Erz doch. Och, was machen wir mit dem ganzen Erz? Allein das wiegt ja schon 19, 27, 33 Kilo nur Erz dabei. Die Bücher gehen noch. Häuft sich halt auch alles, ne? Ah, die Schriftrollen, die haben auch einiges an Gewicht. Aber Wert haben sie auch nicht. Ja, Magielicht. Knackt ein Schloss der Gesellenklasse, brauchen wir auch nicht. Feuerball als Notfall wäre ganz nett. Eispfeil Nähe. Und Arkanrune für Notfall ist auch ganz nett.
So, dann war's. Mir ist gerade noch was eingefallen. Wo haben wir denn den Wein? Davon haben wir doch gut was mitgenommen. Lehrlingsbuch schleichen brauchen wir auch nicht. Schlösser knacken auch nicht mehr. Rhetorik erst gar nicht. Zweihandkampf lernen wir nicht. Verzauberung weiß ich noch nicht. Schwere Rüstung nicht. Psionik, ach, weiß ich auch noch nicht. Lichtmagie. Leichte Rüstung weiß ich nicht, wie weit wir da jetzt schon waren. Kann ich jetzt auch nicht nachgucken. Entropie. Einhandkampf geht auch nicht mehr. Achso, die hat kein Gold mehr. Gehabt euch wohl. Ich meine, schreitet wohl. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Was ist das denn? Erbguts Lederwaren. Gern. Gott, ich kann nicht mehr hoch. Lederwaren. Ach, es tut mir so leid. Ja? Hallöchen. Natürlich. So, was haben wir denn? Festlederharnisch. Ja, es ist tatsächlich dieser hässliche. Naja, ja. Können wir bei dir noch was verkaufen, natürlich, was wir bei der anderen nicht verkaufen konnten? Der andere schien mir ja wie so ein Gemischtwaren-Gedülse zu sein. Bärenpelz können wir eigentlich auch behalten. Wollen wir eigentlich auch noch verarbeiten. Apropos, hier irgendwo in der Stadt müsste doch auch die Truhe sein. Wird mir das hier angezeigt auf der Karte? Nee. Wo finde ich in Ark? Was denn? Krieg auf Kyra, Krieg auf Araseal, Krieg auf Kile. Malphas hält wahrlich seine schützende Hand über uns. Misha Galabagandanaka, Nanka oder so. Die haben aber auch Namen. Naja. Gut, so viel zum Marktplatz. Unterstadt. Hä? Sollte es hier eigentlich funktionieren? Ran und E drücken? Das Schnellreisen war doch gerade. Gehen wir halt zu Fuß hier lang zur Unterstadt. Ach nee. Muss ich mich vielleicht neben einen Wegmarker stellen und Schnellreisen machen? Kann auch sein. Na, hinter dem Tor müsste eigentlich auch noch eine Wegmarke sein. Also Wegmarke, ein Schild, ne? Hier. Und hier müsste ich dann... Muss ich ja so erst entdecken. Okay. Südviertel. Hier irgendwo ist auch der Myradenturm. Ich wollte mal gucken, wie die aussehen. Diese Myraden. Welcher ist denn das? Meine Meinung will ja keiner hören. Das ist der Myradenturm. Oder wie? Ich habe auch gerade irgendwie so ein komisches Gebrüll gehört von einer Kreatur. Ah, das ist ein... Och, na, die sind ja süß. Na, wer bist du denn? Jo, wer bist du denn? Oh, kann man die kaufen? Schreitet wohl. Wohin soll's gehen? Könnt ihr mir etwas über diese Myraden erzählen? Über Myraden? Was soll ich da groß erzählen? Es sind wunderschöne Tiere, majestätisch, ja, und wild. Und gefährlich, wenn man einem Ungezähmten begegnet.
In der Zeit vor der Blutmondrevolte, also vor einer ganzen Weile, waren gezähmte Myriaden wie meiner hier noch ein seltener Anblick. Aber mittlerweile sind sie zumindest hier auf Enderal ziemlich geläufig. Schade irgendwie. Warum schade? Ach, das klingt vermutlich albern, aber manchmal sehne ich mich nach der Zeit, in der Großvater gelebt hat. Myriadenwärter waren damals viel angesehener, erzählt er immer, und verkehrten mit Erhabenen und sogar Ordenshütern. Mittlerweile... Naja, ihr könnt's euch schon denken. Es ist eben zu was Gewöhnlichem geworden. Und ein Flug ist auch bei weitem nicht mehr so teuer wie früher. Aber was soll's. Verstehe. Und wie genau funktioniert das Fliegen? Woher wissen die Myriaden, wohin sie fliegen sollen? Myriaden verständigen sich über Schnalzlaute. Kaum hörbar für einen Menschen. Ich als Wärter, der Berylo hier beispielsweise schon seit er ein Küken ist, kennt, kann sie aber wahrnehmen. Und mit ihnen sage ich ihm dann das Ziel eurer Reise, wenn es an den Abflug geht. Das gilt natürlich nur für Strecken, die er auch kennt. Neue müssten wir erstmal gute 100 Mal abfliegen, bevor er den genauen Weg alleine findet. Aha. Na schön, dann würde ich sagen, begeben wir uns in der nächsten Folge mal in die Unterstadt. Da würde ich mich gerne mal umgucken wegen der Diebesgilde und können wir gleich nach dieser Sila gucken. Weil die Quest interessiert mich einfach. Für uns als Schurken mal ganz interessant, in diese Gefilde zu gehen. Und dann werden wir bestimmt auch irgendwann mit Jesper reden. Aber nicht mehr heute, auch für mich nicht. Das macht meine Stimme einfach nicht mit. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.